In der heutigen Folge zeige ich euch eine längst vergessene Frucht her, nämlich die Mispel. Bei der Verwandtschaft in Kärnten habe ich diesen 70 Jahre alten Mispelbaum entdeckt und dachte mir, Mensch, die Mispel ist so eine vergessene Frucht, da mag ich sie doch gern mal herzeigen. Und hier seht ihr bereits die Früchte des Mispelbaums, die Mispeln. Wenn im Winter der erste, zweite, dritte Frost drüber gegangen ist, dann sind diese genießbar, ist also sowas wie ein Winterobst vielleicht. Und schmeckt leicht süß-säuerlich, ein bisschen, ich würde sagen, wie eine fruchtige Marmelade. Ich zeige euch natürlich dann auch sehr gerne mal die Frucht als solches her. Schnapp mir mal eine solche. Ist relativ weich nun, da muss man ein bisschen aufpassen beim Ernten. Oben da diesen Stängelansatz werden wir jetzt mal entfernen. Als nächstes ist es so, dass da außen so eine Haut drum ist. In der Mitte ist das Fruchtfleisch, das könnt ihr schon sehen. Das ist komplett essbar. Das kann man wie so eine Weißwurst, sage ich mal, auszuzeln, also einfach einsaugen. Ich zeige mal her, dass es relativ breiig ist. Hier könnt ihr es sehen. Ja, ich dachte, das war auf jeden Fall mal wissenswert. Ich wünsche euch mal, dass ihr eine solche entdecken könnt.